Ja, Mistalt sind echt die Zwacken von Samus. Wobei, gerade anfangs kann ich ihn noch echt gut gebrauchen. Da werden wir die ganzen Zwacken noch brauchen. Ja, später sind es dann eher so Zwacken, wo ich mir denke. Ich glaube, einer lebt noch, aber ich gehe schon mal weiter. So, gucken wir erstmal, ob ich hier oben noch an irgendwas dran komme. Moment. Ich glaube, hier haben wir den falschen Weg genommen. So. Ja, ich glaube, das sieht schon etwas richtiger aus. Dann hier lang. Mal gucken, wo mich das so hinführt. Nope. Einfach den Viechern ausgewichen. Skulltulas. Ich glaube, so nervig wie Skulltulas sind die zum Glück nicht. So, da ist ein Item, aber ich sehe schon, da brauchen wir den Spider-Ball. Au. So, voll in die Gegner schon wieder reingesprungen. Au. So. Krieg ich dich irgendwie aus? Da. Okay. Ich sollte da nicht reinspringen. Es tut weh. Dann gehe ich erstmal hier weiter. Schmerz? Ja, Schmerz. Okay, dann haben wir den Weg auch abgehakt. Gift erstmal drin baden. Müssen wir nicht irgendwo unten rein und das Ding ausschalten? Irgendwie so. Also, da wäre aber auch noch eine Tür. Au! Hier noch ein Speicherraum? Nee. Aber Viecher, die mich angreifen wollen. Oh Gott. Der Raum. So. Mal gucken, was man hier nochmal macht. Also ich glaube, irgendwas musste ich hier abscannen. Ich glaube, wenn ich hier zum ersten Mal vorbeikomme, habe ich auch noch keine Bomben. Deswegen kann ich auch noch nicht alles direkt erkunden. Nein! Ich dachte schon, der haut mich jetzt wieder in die Säure rein. Mal sehen, was wir statt des Charge Beams bekommen. Mal gucken, was allgemein jedes Item hier so ist. Ah, Moment, hier ist aber ein Speicherpunkt. Sehr schön. Haben wir es zumindest schon mal safe wieder bis hierhin geschafft. Jetzt muss ich aber kurz nochmal gucken. Geht's nicht hier eher zum Boss? Nee. Da kriege ich, glaube ich, die Bomben erst. Da ganz hinten. Stimmt. Wir sind ja doch schon ein bisschen voraus, dadurch, dass wir die Bomben haben. Uns hat gleich den ganzen Boss einfach gespart. Er speichert einfach nicht mehr. Ich glaube, wenn ich das machen würde, würden wir ziemlich verkacken. So, hier nicht hinter noch was versteckt? Yes.
Missiles! Okay. Nimmt man. Zum Glück sind diese Viecher schnell kaputt. Also hier muss ich auf jeden Fall was abscannen. Oh Gott. Okay. Nochmal schönes Energie. Da. Das, worauf die stehen. Okay. Eins. Dann ist da Nummer zwei. Nur so ein bisschen habe ich noch in Erinnerung. Oh, nice. Wobei, ich war eh voll. Auch wenn ich das Spiel nur zwei, ich glaube, zweimal selbst gespielt habe und einmal vor Ewigkeiten, vor ewigen Ewigkeiten als Let's Play gesehen habe. Von Christian damals. Aber ansonsten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, eins war hinter mir irgendwo. Da unten. Ja. Da! Da, da, da! So. Es ist so schön hier. Sterbt. Ah! Ja. Also die Pilze würden mir auch wehtun, wenn ich denen nicht wehtue. Das ist, ich handle einfach quasi als allererster. Bevor die mir wehtun, tue ich denen weh. Das würde jeder so machen. So. Und dann kriegen wir hier jetzt... Achso, muss das auch nochmal einmal scannen. Den Charge Beam normalerweise. Spider Ball! Die Sache ist, wie komme ich hier durch ohne Charge Beam? So, das kann ich auch mal kurz mitnehmen. Das haben wir normalerweise... Au. Eigentlich müsste ich jetzt hier hinten dann wahrscheinlich den Charge Beam bekommen. Kann man da einfach so durchrennen, ohne drauf zu gehen? Wenn ich jetzt hier keine Raketen mehr hätte, aber gut, dass ich noch so viele habe. Ich glaube, das Ding kann man einfach wegspringen, ne? Ja. Hier Charge Beam? Plasma Beam! Okay! Ist okay, Spiel! Gib mir den Plasma Beam! Why not? Komme ich da auch so hoch? Einfach schon mal den mächtigsten Beam des Spiels geben. Na, ich glaube, da komme ich hoch. Muss nur da einen guten Bombjump hinbekommen. Von hier aus geht auch einfach Bombjumpen, ne? Ja. Probieren wir es mal hier. Na, fast. No! Ich war schon halb drauf. Okay. Probieren wir es von der Seite. Yes! So, wie war das jetzt? Genau. Mit R dran halten. Ah, für Missiles, okay. So. Dann sollten wir auch alles in diesem Raum haben. So, jetzt ein bisschen Energie vielleicht nochmal. Natürlich nicht. Flagger wird gebrutzelt. Leider hat Flagger ja nur eine Bombenschwäche, aber. Prinzipiell könnten wir so brutzeln, ja. Ob die Dinger vielleicht auf den Plasmabeam reagieren und davon Schaden nehmen? Das wäre nice. Ja, die reagieren auf den Plasmabeam.
Autsch. Autsch. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mit dem Plasma-Beam rum. Mal gucken, wie viel Schaden der so macht. Ah, mit der Charge macht die kaputt einfach. Das war die Sache. Der kleine Pilz will einfach nicht. Au! Ja, natürlich! Weißt du? Oh, nice. Ich habe Tentakel live abgebrannt. Der kleine Pilz da. Der Dumme. Lässt sich nicht von mir zerstören, aber haut mich erstmal 3 Kilometer. Au! In die Lava. Charge Beam wird überbewertet. Ja, wir nehmen einfach nur noch den Plasma Beam. Und plasmarisieren einfach alles. Der erste Beam ist so gut wie nutzlos. Was geht? Man kann auch den normalen Beam verwenden, wenn man die andere nicht verwenden möchte. So. Okay. Das wollte ich nicht. Egal. So, wir könnten jetzt hier hoch den Raum. Dahin zu gehen. Dann ab nach oben. Wie kann ich da nochmal hin? Einfach rüberspringen? Muss ich doch noch mal gucken. Ah, da. Au. Einfach wieder von dem kleinen Pilz genatzt. Wenigstens hat er sich dafür als Ausgleich in die Luft gejagt. Ich glaube, mit dem normalen Powerbeam kann man wenigstens ein bisschen schneller feuern und ein bisschen rumspammen. Hi. Rutsche rein. Okay. Na? Oh Gott! Ich wusste es. Ich erinnerte mich, gerade als ich da zum Sprung angesetzt habe, dass ich da schon mal runtergefallen bin. So manche Stellen bleiben einem doch in Erinnerung. Gerade wenn man sich da blöd angestellt hat. Die Spiegel bei Flagra konnte man auch mit Raketen umhauen. Damit geht es sogar eigentlich viel besser und viel schneller. Weil die Dinge halt instant umwerfen. Wobei, Moment. Kann ich hier nicht einfach mich durchschießen? So einfach hier eben schnell durch. Und mir den ganzen Rest da oben sparen. So. Ja, ich hab schon wieder gesehen, unter mir. Da! Ah, ist die Säure, die ich reingesprungen bin. Immer wieder aufs Neue. Von einem Raum in den nächsten direkt. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ah, der Bossraum. Hier wollte ich hin. So? Ja.
Vielleicht macht das mit dem Plasma ja mehr Schaden einfach. Kann man die gar nicht? Sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. So. No! Eigentlich. So, mit dir. So, tada. Eigentlich wollte ich mit Plasma mal draufhauen und gucken, wie viel Schaden das so macht. Oh, ich sollte vielleicht nicht ins Feuer reinfliegen. So. Oh. Das war auch wieder falsch, was ich machen wollte, aber gut. Irgendwo hier war noch eine Biene. Da. Autsch. Interessant, ich kann den Ding... Au. Uiuiui, komm mal her. Ich kann das Ding nicht mit dem... mit dem Plasma-Beam schädigen. So, hätten wir das auch. Ja, da ist die Wii-Version doch ein bisschen schöner, weil man da viel einfacher... sich umschauen kann, bewegen und schießen. Aber gut, es funktioniert ja irgendwie. Für noch mehr Missiles. Okay. Aber das Gute ist ja, wir haben ja schon die Bomben. Das heißt, das macht dann auch keinen Unterschied hier. Und für noch mehr Missiles. Wobei ich so langsam gerne mal einen E-Tank hätte. Also... die Missiles in allen Ehren, aber... schon wieder aus Versehen die Powerbombe gelegt. Das wird noch häufiger passieren. Dass wir random irgendwo eine Powerbombe legen. Niemand braucht E-Tanks. Ja, hallo, dann bin ich niemand. Eat me. And I'll kill you. So. Schalter Nummer 1. Bomben gehen doch immer. So. Erstmal hier auf Zeit durchlaufen. Ja, ich sehe die Pfütze unter mir. So. Und hoch. Der Plasma-Beam war jetzt nicht unbedingt so. Nee, der Plasma-Beam ist super. Gerade für normale Gegner. Haut er ordentlich rein, natürlich. Nur gibt es wahrscheinlich so einige Bosse und so, die sind natürlich gegen einige Sachen immun und... oh, hi. Da wirkt natürlich nur immer was ganz Bestimmtes. Wow. Wunderschön runtergefallen. Ach, da unten muss ich hin. Jetzt in dem Fall, der Boss ist wahrscheinlich nur gegen Raketen und den normalen Beam anfällig, weil man einfach nicht erwartet, dass man da schon, weiß nicht, einen Plasma-Beam hat. So, kann ich dich überhaupt noch aktivieren, jetzt wo ich zu spät bin? Nein. Ich war zu langsam. Also nochmal von vorne. Moment. Nee, der ist auch nicht aktiviert. Also nochmal ganz von vorne. Was habe ich noch alles bekommen? Missiles! Eine ganze Menge Missiles. Wir schon sehen, wir haben 45 Missiles. Autsch. Ich bin gerade so schnell wieder rausgesprungen, dass ich nicht mal Schaden genommen habe. So.
Wait, das kann ich auch nicht mehr aktivieren. Muss ich den Raum jetzt komplett verlassen, um das Ding nochmal aktivieren zu können? Ah ne, ich muss da unten hin. Ich muss ja das nicht nochmal aktivieren, das zweite. So, probieren wir das nochmal. Ich habe nicht gesehen, dass der da unten am Leuchten war. So. Und einmal durch. So. Und damit hätten wir auch den Raum. Ich weiß zwar gar nicht mehr jetzt spontan, wo der hinführt. Aber damit hätten wir den schon mal. Wahrscheinlich wieder irgendwie in irgendein anderes Gebiet oder so. Soll ich einfach auf die Karte gucken? Okay. Das, wo es mich hinführt, ist einfach nicht auf der Karte drauf. Das geht auch. Könnte da nach oben? Ich könnte auch hier entlang. Ein Item. Oh, Artifact of the World. Ich habe ein Artefakt gefunden. Ja, nice. Die brauche ich so oder so später. Um weiterzukommen, alle 12. Na gut, nehme ich auch. Na, da war ich zu lahm. So, schneller hin. Und zack. Und wieder zack. Wo bin ich? Im Ofen. Ich glaube nur, ich kann ja noch nicht weiter. Weil ich da oben gerade gesehen habe, dass da eine Icebeam-Tür ist. Ja. Ja, gut, dann kann ich nochmal was lesen. Schön. Da kann ich auch mal eben rein. Im Ofen! Landet. Weil da sehe ich schon am Ende eine Wavebeam-Tür. Also hier auch nicht weiter. Nee. Na gut. Oh Gott. Komm ich einfach wieder. Die Sache ist, komme ich jetzt hier nochmal raus? An. Wo kam ich? Ach, da kam ich her.